Im Frühling gibt es in der Bonner Altstadt ein besonderes Naturereignis zu bewundern. Unzählige Kirschbäume entfalten in den ersten wärmeren Apriltagen ihre volle Blütenpracht und verwandeln die Straßen in ein rosa Blütenmeer. Welche Bäume das sind, die vor allem die Heer- und die Breite Straße in regelrechte Kirschblütentunnel verwandeln und wie sie gepflegt werden müssen, das erklärt mir heute Dieter Fuchs. Er leitet den Geschäftsbereich Stadtgrün bei der Bonner Stadtverwaltung. Mein Name ist Barbara Löcherbach, ich bin die Sprecherin der Stadt und begrüße Sie, liebe Zuhörenden, zu einer neuen Ausgabe von Bonn hört hin. Bonn hört hin, der Podcast der Bonner Stadtverwaltung. Nachrichten und Hintergründe aus der Bundesstadt Bonn. Guten Tag, Herr Fuchs, herzlich willkommen hier im Studio. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit mir eine neue Folge unseres städtischen Podcasts aufzunehmen. Guten Tag, Frau Löcherbach. Zu Beginn gleich die spannendste Frage für alle Kirschblütenfans. Können Sie schon abschätzen, wann die Kirschbäume in der Altstadt in diesem Jahr in voller Blüte stehen? Ich weiß, Sie werden mit dieser Frage täglich bombardiert. Na, täglich nicht, aber jedes Jahr kommt diese Frage wieder und wir sagen, im Prinzip Ende März, Anfang April ist die Zeit, wo man damit rechnen kann. Und welche Wetterbedingungen sind dann für die Bäume ideal, sodass das, oder brauchen die Bäume, damit sie blühen? Ja, es muss natürlich entsprechende Temperaturen haben und dann geht es schon los. Welche Temperaturen? Also auf jeden Fall Plus-Temperaturen, das ist klar, also um die 15 Grad über einen längeren Zeitraum natürlich, dann werden die Kirschblüten dann anfangen zu blühen. Und wie lange dauert das von der Knospe bis zur voll entfalteten Blüte? Das kommt auch immer so ein bisschen auf die Wetterlage, aber bei guten Bedingungen geht es ein, zwei Tage und dann ist die Knospe in voller Blüte. Und ein plötzlicher Kälteeinbruch, also wenn dann wieder Frost kommt, vor ein paar Wochen war Schnee, dann stockt das oder gehen die Blüten dann kaputt? Also theoretisch kann es natürlich auch sein, dass die Blüten kaputt gehen, wobei wir im urbanen Bereich in der Innenstadt selten solche Frosttage haben. Von daher wird das dann einfach stocken und ein bisschen später kommen. Und wie lange können die Kirschbäume blühen? Es kommt auch wieder darauf an, wie das Wetter ist. Aber bei guten Verhältnissen können die dann schon mal zwei Wochen blühen, durchaus. Es gibt ja ganz viele verschiedene Sorten von Kirschbäumen. Welche stehen in der Bonner Altstadt? Also in der Altstadt selber haben wir sechs verschiedene Sorten. Aber die bekannten, weswegen die Leute kommen, ist die Nelkenkirsche, also mit botanischem Namen Kanzan. Die stehen in der Heerstraße und deswegen kommen die Leute. Wann wurden die Bäume in der Heerstraße gepflanzt oder auch in der Altstadt und mit welchem Ziel? Warum und warum ausgerechnet Kirschbäume? Also die Bäume wurden Ende der 80er, 90er, Anfang der 90er gepflanzt und die damaligen Planer, die habe ich mich noch mal vor 3-4 Wochen mit einer unterhalten, die haben gesagt, dass die Anwohner damals sehr dagegen waren, überhaupt Bäume zu pflanzen und dann auch durchgesetzt haben, dass es kleinkronige Bäume sind. Man wollte an sich Weißdorn pflanzen, nur leider Gottes in dem Jahr gab es Feuerbrand, es gab keinen Weißdorn. Deswegen hat man sich für die Kirsche entschieden, relativ kurzfristig. Und das Ergebnis haben wir jetzt. Feuerbrand, um das zu erklären, ist eine Baumkrankheit. Ja, genau, ist ein Pilz. Also hat sich das Ganze einfach per Zufall ergeben? Dass es diese Sorte geworden ist oder diese Kirsche überhaupt, diese Kirschbäume, war ein Zufall, ja. Und heute würden sich die Menschen ja kaum noch gegen das Pflanzen von Bäumen wehren. Ganz im Gegenteil. Ihr tägliches Brot ist es ja, dass sie immer wieder Forderungen bekommen, dass irgendwo Bäume gepflanzt werden sollen, richtig? Also sehr viele Leute sind für Bäume und wollen Bäume auch haben. Aber wenn sie dann vor ihrem Haus stehen und vielleicht einen Parkplatz wegnehmen, dann gibt es schon manchmal den einen oder anderen Protest. Okay. Sie wissen doch auch sicherlich, wie viele Bäume wir in den Straßen der Altstadt stehen haben. Also wir haben in der Altstadt haben wir 300 ungefähr Kirschbäume stehen. Ist die Pflege der Bäume eigentlich aufwendig? Welche Pflegemaßnahmen sind notwendig? Ja, grundsätzlich ist schon eine Baumpflege, insbesondere im Innenstadtbereich, bei den Straßenbäumen, ziemlich aufwendig. Erstens müssen wir alle 15 Monate kontrollieren. Wir sind ja für die Verkehrssicherheit verantwortlich. Dann ist es so, dass die Kirschbäume inzwischen, sie stehen ja jetzt dort schon 30 Jahre, sind also 40 Jahre alt. Sie werden etwa gepflanzt mit 10 Jahren ungefähr.
Und da kommen sie in ein Alter, wo sie langsam aber sicher auch nicht mehr sehr vital sind und deswegen bruchgefährdet und so weiter. Deswegen ist die Pflege der Kirschbäume relativ aufwendig. Wir haben auch vor einiger Zeit in diesem Frühjahr über 2 Wochen lang in der Altstadt eben Schnittmaßnahmen machen müssen. Und grundsätzlich ist auch die Kirsche selber kein sehr langlebiger Baum. Wie alt können Kirschen werden? Ja, die werden jetzt langsam, aber sicher kommen sie in ein Alter, wo sie wirklich sterben. Wo wir dann, das sehen wir auch, dass wir relativ viele wieder entfernen müssen, weil sie einfach tot sind oder nicht mehr die Vitalität haben, die sie brauchen. Und dass wir dann relativ schnell auch, das ist unsere Verpflichtung und unser Wille auch, Bäume wieder ersetzen. Was passiert eigentlich mit den Bäumen nach der Fällung? Die Bäume werden gehäckselt, ne? Also geschreddert, und dann wird normalerweise das auf ein Lager gelegt, das Häckselgut, und das verwenden wir, um Beete abzustreuen oder zu mulchen. Also eine vollständige Verwendung. Das ist richtig, komplett nachhaltig. Ja. Und die entfernten Bäume werden sicherlich neu gepflanzt, oder? Genau, wir haben vor, in jedem Fall, das ist unser Ziel, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel im Frühjahr fällen müssen, dass wir dann im Herbst auch direkt wieder nachpflanzen können. Wir können natürlich, das ist nachvollziehbar, immer nur im Winterhalbjahr nachpflanzen. Dann ist es für die Anwohnenden oder für die Besucherinnen der Altstadt wichtig zu wissen, wenn da ein Baum fehlt, dann ist der nicht lange unbesetzt, sondern der Platz, sondern da kommt ein neuer Baum hin. Kommt dann gleich wieder die Nelkenkirsche dahin oder kommen andere Sorten dahin? Nein, im Prinzip wollen wir schon die Nelkenkirsche oder beziehungsweise Kirschbäume mit einer ähnlichen Blütenfarbe natürlich dorthin setzen. Das ist unser Ziel, ja. Wenn jetzt in den kommenden Wochen unzählig viele Menschen, so war es zumindest die letzte Zeit immer, die Bäume anfassen und auf den Wurzeln stehen, was macht das mit den Bäumen? Stresst die das? Also anfassen nicht unbedingt. Aber natürlich, wenn einzelne Leute mal über die Baumscheibe laufen, ist kein Thema. Aber wenn es dann Tausende sind und entsprechend den Boden verdichten und möglicherweise dann auch den einen oder anderen Ast abbrechen, das ist natürlich nicht gut für die Bäume. Kommt das vor, dass Leute bei Äste abbrechen? Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich meine, es kann ja durchaus sein, dass einer so begeistert ist und einen schönen blühenden Ast sieht und den dann mit nach Hause nehmen möchte. Haben Sie für die Fans der Kirschblüte ein paar Tipps dazu, wie man sich verhalten sollte, damit man die Blütenpracht lange genießen kann und den Bäumen auch nicht schadet? Ja, vielleicht so ein bisschen wie im Museum, nur anschauen und nicht anfassen. Kommen wir langsam zum Schluss unseres heutigen Podcasts. Gefühlt ist um die Kirschblüte in der Altstadt in den vergangenen Jahren, also seit den 90er Jahren, ein richtiger Hype entstanden. Wie ist der aus Ihrer Sicht entstanden? Bonn hat doch gar nicht so eine große japanische Gemeinschaft wie beispielsweise Düsseldorf, weil in Japan die Kirschblüte was Besonderes ist. Und können Sie den Hype nachvollziehen? Also nachvollziehen kann ich ihn schon, weil das Bild ist schon einmalig, das da entsteht. Erklären kann ich ihn nicht wirklich. Also wir sind selber erstaunt über diesen Hype, aber ist einfach durch die Globalisierung, durch die sozialen Medien, ist das in der Welt, und dann ist es egal, ob Düsseldorf eine große Gemeinde hat oder Köln oder wie auch immer. Die kommen ja aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt und schauen sich diese Blüte an. Da sind die Bäume per Zufall ausgewählt, die Baumart ist per Zufall ausgewählt worden, und das Weitere, was sich jetzt darum ergeben hat, denn das ist ja eine touristische Attraktion, ist im Prinzip auch alles dem Zufall geschuldet. Ja, nicht unbedingt Zufall. Die Bäume sind ja nicht zufällig ausgesucht, sondern sie sind schon für die Altstadt, für diesen Standort ausgesucht worden. Aber es sind jetzt nicht die Bäume geworden, die es an sich ursprünglich sein sollten. Und das war natürlich dann wirklich ein Zufall. Jetzt haben wir heute nur über die Altstadt gesprochen. Vielen ist das bestimmt zu trubelig dort. Haben Sie Ideen, Tipps, wo man im Bonner Stadtgebiet ebenfalls blühende Kirschbäume bewundern kann? Also wir haben eine ähnliche Straße in der Professor-Neu-Allee in Beuel. Die sieht nicht so aus, aber dort blühen Kirschen. Und wir haben natürlich relativ viele in den Grünanlagen, auch in der Rheinaue stehen viele Kirschen, die man bewundern kann. Die letzte Frage, wo schauen Sie sich die Kirschblüte an, Herr Fuchs? Oder ist sie für Sie gar nichts Besonderes mehr? Naja, mein Weg zumindest
vom Stadthaus nach Hause ist quasi durch die Heerstraße. Von daher schaue ich sie mehrmals die Woche an. Und freuen sich auch dran. Ja, weil es schon ist ein einmaliges Bild, das muss man schon sagen. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Allen Zuhörenden wünsche ich in den kommenden Tagen viel Spaß beim Besuch der Kirschblüte. Immer mit dem nötigen Respekt vor den Bäumen. Und wer noch mehr über die Kirschblüte erfahren möchte, dem empfehle ich einen Besuch auf www.bonn.de/Kirschblüte. Bei meinem heutigen Gast möchte ich mich herzlich bedanken. Lieber Herr Fuchs, vielen Dank für den spannenden Einblick. Keine Ursache. Dankeschön, dass ich es vortragen durfte. Bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mich auch für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt, Bonn hört hin. Machen Sie es gut.